Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder auf der Deichhof Abendfrieden und zu Beginn gibt es mal zwei Informationen. Und zwar zunächst einmal Grüße gehen raus an GK oder GK, denn er hat mich jetzt darauf gebracht, ich soll doch hier nochmal die ganze Geschichte hier oben auf dem Dachboden durchlesen vom guten Tamme. Und ich gebe zu, ich habe nur die erste und die letzte Tafel gelesen, aber hier steht natürlich drin, dass der gute Tamme, ja, ein kleiner Tollpatsch war und ist und er immer wieder ins Fettnäpfchen trat. Also da kommt das Ganze dann her und auf der letzten steht es dann auch letztendlich, dass sie hier Seite an Seite mit Herz und Fettnapf eben hier diesen Hof betreiben. Ja, das Herz und der Fettnapf, damit ist dann der Tamme gemeint. Und das Zweite, was mir wichtig ist jetzt heute, ja, es ist schon wieder die Deichhof Abendfried, die abgestürzt und ich weiß nicht warum. Also schon interessant, ich habe auf jeden Fall jetzt unbedingt die automatische Sicherung drin und auch noch ein bisschen verkürzt, denn jetzt ist es schon das zweite Mal und ich will auf jeden Fall vermeiden, dass mir hier der Spielstand flöten geht. So, wir haben noch ein paar Arbeiten zu erledigen, ein bisschen hier am Hof, deswegen das Ganze unter der Überschrift Hofarbeit und das heißt, wir werden nochmal die Tierchen füttern, wir werden hier für Platz sorgen, denn unsere Mühle hat auch schon gut gearbeitet. Das Ganze werden wir jetzt hier reinwerfen. Dann werden wir die Milch noch rüberbringen. Und dann schauen wir mal, ob in der Zwischenzeit eventuell, ich werde mal die Uhr ein bisschen vorlaufen lassen, ob denn in der Zwischenzeit auch, jetzt habe ich mich aber hier ein bisschen verhakelt. So, jetzt. Ob in der Zwischenzeit nämlich dann auch Tomaten und Salat kommen. Und dann werden wir, wie gesagt, noch ein bisschen die Tiere betreuen und Silage einwerfen in unsere BGA. Sprich also alles, was hier so am Hof zu tun ist. Zum Beispiel auch die Wollpalettinnen zur Seite räumen. So wie hier die Eierpaletten. Damit wird ja keinen Stress bekommen. Und dann eventuell eben nichts mehr nachproduziert wird. Das wollen wir ja vermeiden, nicht wahr? So, dann bringen wir mal hier das Mehl. Sehr schön. Und das ist weg. Und ich werde jetzt ein kleines bisschen hier auf, ja, vorwärts gehen. Sehr schön. Und was ich auch gemacht habe, ich habe jetzt da die Palette mit dem Siliermittel, habe ich jetzt hier rausgestellt, damit wir also da auch, ja, ich sage mal, im grünen Bereich bleiben und nicht hier endlos immer wieder Siliermittel bekommen. So, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, einfach mal die letzte Folge ansehen, denn es gibt wohl einen kleinen Bug mit, ja, nicht dem Palettenlager, aber mit dem Ballenlager, sondern mit dem Palettenlager. So ist richtig. Denn die Palette mit dem Siliermittel, die füllt sich immer wieder auf. Und deswegen kommen wir hier nicht von unseren 60 Litern runter. So, weiter geht's. Ups. Ja, wir sind ein bisschen hektisch, merke ich gerade. Ein bisschen hektisch. Brauchen wir da überhaupt nicht sein. Hier läuft uns nichts davon. So, in aller Ruhe hier das Material aufnehmen und in aller Ruhe verarbeiten bzw. verräumen. So, Udele. Nur nicht Hudle, ne? Nur nicht Hudle. Im nächsten Monat müsste dann unser Hafer-Ernte reif sein. Müsste, weiß ich jetzt nicht, wir werden es aber sehen, wenn wir noch in den nächsten Monat kommen in dieser Folge. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, sehr schön. Dann lassen wir jetzt erstmal den Stapler hier stehen, denn wenn alles gut läuft, kommt noch ein bisschen Material. Wir gehen mal rein und fangen an, unsere Tierchen zu füttern. Zupf, zupf. So, dann mal hier abkippen. Aha, sieht so aus, als wenn es jetzt schon voll wäre. Okay. An dem Motor lassen wir mal an, denn wir holen uns jetzt mal, damit ihr das nämlich auch mal gesehen habt, werden wir nochmal ein bisschen einstreuen. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Wir versuchen es jetzt mal von der Seite. So, dazu holen wir die Kuhn.
Und wie ich es letzte Mal schon sagte, eventuell dann doch umtauschen gegen eine Nummer kleiner. Ja, der ist halt schon ganz schön groß. Da ist noch ein fetter Ballen drin, der muss noch weg. So, ja, jetzt schauen wir mal. Ja, klar. Ich überlege gerade. Kommen wir von hier besser rein? Eigentlich nicht, gell? Ei, verbibsch. Ja, mit ein bisschen Zug, mit ein bisschen Gewalt. Ja, schwierig. Jetzt habe ich mich, glaube ich, dann doch ein bisschen festgefahren. Ja, wir können aber auch ein bisschen weiter ausholen, denn wir haben ja keine Kollision. Zumindest nicht hinten dran. So, und jetzt sieht man. Ja, jetzt müsste auch gleich kommen, der Trigger. Jetzt, hervorragend. So, jetzt müsste doch voll sein hier, oder? Ja, sehr schön. Bei den Kühen ist alles im grünen Bereich. Und wir fahren jetzt vorwärts wieder raus hier. Ja, und da hinten springen die Kühe. Ja, das ist alles nicht so ideal, ne? So, links rum oder rechts rum? Ja, wir fahren mal lieber rechts rum. Haben wir mehr Platz? Ja, natürlich. So, dann machen wir hier hinten wieder zu. Ich sagte, wir machen zu. Dann einmal hier rum. Und dann bringen wir deinen Einstreuer wieder weg. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird auf Dauer nichts. Der ist einfach zu groß. Da müssen wir was Kleineres haben. Oder wir machen es weiterhin mit Ballen und werden doch den Einstreuer wieder abstoßen. Sudele, den können wir eigentlich auch hier hinstellen, merke ich gerade. Weil im Prinzip stört er ja auch hier nicht. So, lass mich noch hier zurückfahren. Ja, so kann ich mir das gut vorstellen. Sehr schön. Dann holen wir uns mal... Ja, das machen wir lieber mit dem Kleinen hier. Den Fendt, den stellen wir weg. Weil jetzt müssen unsere Schafe noch gefüttert werden. Die brauchen nämlich Gras. So. Dann stellen wir mal den Fendt da drüben unter den Baum. Sehr schön. Ein Betrieb hier wieder. Ja, Silage, gucken wir mal. Wie sieht es denn hier mit der Produktion aus? Ja, soweit ist voll. Hervorragend. Da könnten wir noch ein bisschen Milch... Naja, direkt müssen wir eigentlich nicht, ne? So, hier in der Mühle haben wir gar nichts mehr. Und hier haben wir genügend Wasser auf jeden Fall. Und hier, ja, brauchen wir eigentlich auch nichts machen. Silage haben wir jede Menge. Und wie sieht es jetzt aus mit unserer Gerste? 38.000. Naja, also... Wie wir schon festgestellt haben, die Produktionen gehen ja relativ langsam und ich sehe jetzt auch gerade, Mehl ist im Prinzip voll. Wir können gar nichts mehr weiter reinkippen. Also müssen wir uns da auch keinen Stress machen. Absolut keinen Stress. So, jetzt schauen wir mal, haben wir da noch Gras drin? Wenn ja, dann raus damit. Gerste, rote Beete. Gras, tatsächlich. Weil da brauchen wir es gar nicht. So, dann fahren wir mal zu unseren Schafen und sorgen dafür, dass die auch versorgt sind. So, und als allererstes fahren wir erstmal zu unseren Schafen im Stall. Und da müssen wir wieder aufpassen, wenn wir hinten das Tor aufmachen, dass wir nicht wieder eine gewischt kriegen, sozusagen. So. Ja, sie schreien schon, sie riechen schon das lecker Futter. Ja, stoppele. Und jetzt nochmal nach vorne, damit wir nicht, wie gesagt, ein Problem bekommen.
Hoch, kommen wir da rein? Jep, sehr schön. So, rein und abkippen. Wo sind sie denn, die schwarzen Schafe, die ja auch mittlerweile Nachwuchs bekommen haben? Also die Sache läuft hier richtig an. So, ist schon voll, ne? Haben die eigentlich mittlerweile Stroh verbraucht? Nein. Und was ich auch immer noch machen wollte, das könnten wir jetzt auf die Schnelle mal antesten. Beziehungsweise groß testen ist eigentlich nicht. Aber ich habe das tatsächlich bis jetzt immer vergessen. Und wir wollten ja eigentlich Folgendes machen. Und zwar hier den die Mistplatte, die wollten wir eigentlich mal entsorgen bzw. umsetzen, soweit man das überhaupt umsetzen kann. So, jetzt schauen wir mal. Wir brauchen eine Silo-Erweiterung und das muss ganz da hinten sein. Nee, stopp. Silo. Ganz da hinten. Na, jo, so, und da haben wir den Misthaufen und da steht nämlich VDI alter Schafstall-Mod. Also rein theoretisch Mist, Silo, um Mist zu lagern. Hm. Kleiner Misthaufen aus Holz. Auch, wir könnten es natürlich auch mit dem probieren, aber wir nehmen mal den. So, und jetzt ist halt die Frage. Also wir müssten, ja, man sieht jetzt wieder nicht, wo der Trigger ist, ne? Tja, das ist eigentlich komisch. Also eigentlich passt der hier überhaupt nirgends hin. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was bringt. Witzig wäre natürlich, wenn wir den hier reinmachen. Würde das eventuell auch gehen? Oder gar in die Halle? Nee, das geht auf gar keinen Fall. Ja, das ist halt echt die Frage. Wo soll man den hinmachen? Also es hieß, man soll ihn möglichst da ranbringen. Tja. Augenblick, wie hatte ich denn jetzt vorhin? Vorhin hatte ich den so, ne? Das heißt, da ist der Trigger auf der Seite. Das heißt, den müssen wir eigentlich so drehen, dass der Trigger auf der Seite ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir setzen ihn mal so hin. Und dann schauen wir mal. So, jetzt müsste der erscheinen. Das ist nämlich ganz witzig gemacht hier mit dem Trigger. Den sieht man nicht und wenn man hinkommt, dann erscheint er. Okay. So, Dele. Wir werden noch ein bisschen Gras malen. Hi. Landschaft, Pflanzen und Gras. So. Jo, hervorragend. So passt das. Okay, und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob sich hier was tut, aber natürlich steht hier 0. Wir werden sehen in der nächsten Folge spätestens, ob dann sich hier was getan hat. So, wir fahren zu den anderen Tierchen. Das Tor macht auf. Auch hier gab es mittlerweile Nachwuchs. So, ob wir da noch Wasser reinkippen müssen, weiß ich auch nicht. Das schauen wir gleich mal. So, Dele. Ja, speichern, danke. Gerne. So, also bei den schwarzen Tierchen, bei den Black Welsh Mountain. Da ist alles im grünen Bereich. Und hier, Wasser. Wir könnten noch ein bisschen Wasser reinmachen. So. Warte. Dann machen wir das so. Einmal kurz rückwärts. Einmal kurz vorwärts. Einmal kurz abhängen. Denn in dem Fass, in dem Juskin müsste noch... Ja, rennt mir wieder direkt ins Auto. Da müsste noch etwas Wasser drin sein. Auf jeden Fall reicht das. Sehr schön. Okay, wie viel haben wir? Fast voll. Ja, dann gehen wir schnell Wasser holen.
Kein Problem. Bitte aushalten. So. Ja, da müssen wir hier einmal über den Hof schießen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wieder springen hier. Hervorragend. So, ich hatte es ja schon mal gesagt, auf das Feld hier links werden wir auf jeden Fall Soja, nein, Raps packen. Raps können wir dann im übernächsten Monat drillen. Und was wir mit dem kleinen Feld machen, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, da machen wir wieder entweder, ja, Weizen. Ich denke eher Weizen drauf. So, es kann nicht schaden, immer ein bisschen Material. Wobei das kleine Feld, was wir da haben, das bringt nur so 12.000, 13.000. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt. Aber gut, besser als nichts. So, was ist los? Jetzt wieder auffüllen. Dankeschön. Ja, hier ist auch wieder ein Betrieb hier. Ja, ja, klar, logisch. So, dann einmal hier vorbei. Mal schauen, ob wir hier vorbeikommen. Ja, da wollte ich auf jeden Fall, wenn wir das hier abgeerntet haben, wollte ich hier auf jeden Fall noch einen Weg basteln, weil das wäre ideal, wenn wir hier so ein Stückchen abschneiden hier von dem Feld. Genau. Ja, ich gucke so ganz unauffällig mal hinein, ob schon der erste Mist da ist, aber ich glaube es nicht. So. Lassen wir einfach das Fass hier mittendrin stehen, finde ich irgendwie witzig. Zack. Dann schnappen wir unseren kleinen Strautmann. Dann wieder zurück. Und dann, denke ich, werden wir es auch schon haben wieder für diesen Monat. So. Einmal zumachen, bitte. Und das Ganze, was wir da noch drin haben im Anhänger, das kippen wir natürlich ins Fermentersilo, damit wir es verarbeiten können im Zweifel zu Silage. Auf jeden Fall ist es dort gut aufgehoben. So, und abkippen bitte. Und dann checken wir noch einmal kurz durch. Also, den Bentheimern geht es gut, den Holsten geht es gut, den Black Welsh geht es gut, den Hühnern geht es okay. Okay, aber ich denke, da haben wir kein Problem, über einen Monat zu kommen. So, in den Produktionen sieht es soweit auch ganz gut aus. Salat bräuchten wir eigentlich, ne? Salat. Was zeigt mir das Gewächshaus? Nee, da kommt jetzt erstmal die nächste Zeit nichts bei. Da kommt jetzt erstmal nichts bei. So, wie sieht es denn eigentlich noch mit dem Mist aus? Ja, das ist zu vernachlässigen und die Salatpalette steht da auf gar keinen Fall. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch in den nächsten Monat, dann wird es wieder ein bisschen spannend und haben wir wieder was zu tun. Und ab die Post, einmal Bubu. 7 Uhr sollte gut sein und dann schauen wir mal, wie der Stand ist bezüglich unserer Felder. Ob da jetzt was erntereif ist und ob wir uns dann mit dem Johnny wieder rauswagen dürfen. So, da sind wir. Schauen wir mal. Okay, wie immer erstmal das Allerwichtigste. Gibt es irgendwas Wichtiges, Neues, Interessantes? Ja klar, den Volvo, den brauchen wir mit Sicherheit nicht. So, den Farmtech auch nicht. Da hat sich also nichts getan. Okay, okay, okay. Was hat uns denn jetzt eigentlich das Ganze Miete gekostet? Was haben wir jetzt Miete bezahlt? Ach, da zeigt es hier noch nicht an, aber wir haben 19.000 verkauft über die BGA-Einnahmen. So, wo steht's denn? Mietkosten Fahrzeuge 32.000. 32.000? Boah, da haben wir ja Minus gemacht im letzten Monat. Ja gut, wir haben natürlich auch geerntet über zwei Felder. Da ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Okay.
Ja, müssen wir ein Auge drauf werfen. Da müssen wir ein Auge drauf werfen. Kredit 170.000, wir mit 46 im Plus. Ja, das tut doch ein bisschen weh, diese 20.000. So, wie geht's den Tieren? Wir gucken bei den Hühnern, ist soweit okay. Dann die Black Welsh sind okay. Ja, und wir sehen, am Stroh hat sich nichts verändert. Also das mit der Mistplatte hat, glaube ich, nichts gebracht. Hier ist soweit okay, 12.000 Liter Milch, fast 13.000, auch das passt. Und hier ist auch soweit alles okay. Ja, wir spurten mal kurz rüber, wir gucken mal ganz kurz. Bei unseren Schäfchen. Also hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Platz schaffen, nicht, dass wir da Stress bekommen. So, wie sieht es hier drin aus? Ja, da haben wir auf jeden Fall genügend Platz und hier ist leider immer noch null. Also definitiv, die Mistplatte wird uns nicht weiterhelfen. Die ist eigentlich nur interessant für, denke ich, den PC. So, hier haben wir Unkraut. Da werden wir auf jeden Fall Unkraut bearbeiten oder abarbeiten müssen. Und hier drüben sehe ich, glaube ich, dass das Material mit unserer Fahrgasse erntereif ist. Also Hafer ist erntereif. Wunderbar. Dann haben wir doch wieder was zu tun in diesem wunderschönen Monat. Und wir müssen mal gucken. Ich sehe gerade Wetter. Wann wird es denn regnen? Ja, okay. Dann können wir auf jeden Fall jetzt gleich mit der Ernte starten. Dann passt das soweit. Hervorragend. Aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge zu sehen bekommen. Denn wir sind wieder mal über 20 Minuten. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen hier auf der wunderschönen Map vom Kalle, die Deichhof Abendfrieden. Und das Rätsel um die Sache mit dem Fettnapf hat sich gelöst bzw. aufgeklärt. Ja, wer lesen kann, ist halt eben im Vorteil. Und ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge eigentlich erzählt, dass da oben auf dem Dachboden ja witzige oder wieder mal eine interessante Geschichte ist, die der Kalle da versteckt hat. Und hätte ich es mal lieber selbst ganz gelesen. Aber es passt, jetzt habe ich es verstanden. Wunderbar. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns demnächst hier wieder auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge hier von der Deichhofen. Bis dahin sage ich wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.